Dann geht's los. 3, 2, 1, viel Spaß. So, jetzt müssen wir schnell einen Namen. Das ist okay. Für den Anfang. Machen wir erstmal was Leichtes. Ändert sich sowieso alles, den ganzen Quatsch. Ein reicher SpongeBob in Frankreich. Das ist von Grave. 10 Milliarden prozentig. Ich bin mir leider nicht so sicher, wie man SpongeBob malt, aber das werde ich schon hinbekommen. So, pass auf. Wir machen jetzt ein Also, wir machen erstmal SpongeBob. Okay. Den machen wir natürlich gelb erstmal hier. Buff. Dann die Augen. Der hat doch so große, schöne Augen. So, hier. Komm, ist ja egal. Das ist ja nicht so schlimm. Der hat doch so... Ich weiß leider seine Nase nicht. Ich weiß die Nase vom... Der hat aber... Der hat so ein... Ich weiß das nicht mehr. Der macht doch so... Der hat doch so ein... schon... Kackschönes Lachen, ne? Nee, das ist doof. Mach mal lieber so. So. Ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der SpongeBob-Typ. Vom Malen her, also. So, pass auf. Der macht jetzt hier so. Der kriegt jetzt noch Money. Aber wir müssen jetzt erstmal den Eiffelturm bauen. Erstmal den Eiffelturm müssen wir bauen. So, hier. Nee. Oh, wei. Machen wir lieber so. Den bauen wir mal richtig so. Dann erkennt man das so ein bisschen besser, ne? Wenn das so ein bisschen einzeln gebaut worden ist, so. Und dann hier der Turm, der ist ja so ein bisschen überstehend. Das ist der Eiffelturm. Versteht man das? Im Hintergrund ist das ja auch... Das ist kein Schniedel, ja? Das ist das hier Hintergrundteil. Kann man das erkennen? Oh Gott. Ist das der Eiffelturm? Oh fuck, ey. So ein paar Streben hier. Kann man das erkennen? Pass auf, scheiße. Wir müssen aber erstmal Geld machen hier, so. So. Wir müssen noch Geld machen. Der ist ja reich. Füllen, bitte. Füllen. Dollarzeichen. Nein. Nein, ich wollte füllen, nicht Dollarzeichen oder so. Ja, passt so, ne? Hier, guck, so hier. Yeah. Dollars sind grün. Ja, das ist auch, ist ja egal, das erkennt man schon. Das wird man schon erkennen, was auf der. Ich glaube, der SpongeBob hat doch noch so. So SpongeBob, ne? Ist das so richtig? Ich glaube schon, ne? Das könnte gut zu SpongeBob passen. Ist das so? Ist das? Ja, der Eiffelturm ist mir nicht so ganz gelungen. Pass auf. Ich mach das. Warte. Nein. Ah, scheiße. So, okay. Oh nein. So. So, schnell. Blau. Blau. Weiß. Shit. Scheiße. Hab ich das nicht zugemacht hier? Komm, so. Und rot. Okay. Aber jetzt sagt er natürlich. Epidemic, Dankeschön. Für dein Abo. Keksi, danke fürs Followen. Der sagt ja natürlich, ein Eiffelturm hält eine Fahne, ne? Ist ja doof. Ach, das wird schon. Das werden die schon erkennen. Das ist doch eigentlich ein halbes Kunstwerk. Also ich müsste eigentlich damit Geld verdienen.
So. Ist natürlich schon scheiße hässlich, ne? Das Eiffelturm. Also ich glaube, die Franzosen, die würden mich jetzt schon... Die ist jemand hier Franzose? Kann man das durchgehen lassen? Kann man das... Also ich bin kein... Ich bin nicht Eiffel. Ich habe den Turm nicht gebaut. Und könnte den bestimmt auch nicht bauen. Reicher. Der muss ja noch mehr... Der muss so mehr Geld haben. So, warte mal, hier, wir machen noch so ein paar Dollar. Hier so. Schnell, wir müssen ja so Geld noch draufmalen. So. Ach, scheiße. So. So, pass auf. Kann man das? Ist das okay? So, pass auf, wir machen jetzt hier nochmal so ein Dollars rein hier. So. Ja, keine Ahnung. Machen wir jetzt hier. Kann man das so erkennen? Jetzt habe ich den einen so rum gemalt, den anderen so rum. Ne? Das ist ja eigentlich Wurst. Das sieht bescheuert aus. Aber ey, das ist ein reicher Spawnspot in Frankreich. Das sind keine Bitcoins. Nein. Hallo? Ist das gut? Kann man das erkennen? Ist das okay? Es ist ein Stück Käse. Das ist... Ja, okay, SpongeBob ist mir jetzt nicht wirklich so gelungen, aber naja. Man könnte ja sagen, das ist okay, oder? Juhu! Ja, noch ein paar Clouds dazwischen machen. Ja, die Sonne lacht. Aber nee, das habe ich dann wieder... Dann sagt er jetzt... Dann kommt da wieder so ein Scheiß wie... Ah, nee, das ist nicht gut. Wie machen wir das so? So. So, Sonne. Oh, mon Dieu, le Tata. Ist das okay? Ja, ne? Finde ich gut. Sonne scheint, blauer Himmel, SpongeBob reich, ohne Ende. Wir machen hier auch noch so... Das habe ich hier von... Oh nein, das habe ich ja noch von der ganzen... Bam. Yeah, bam. So, erkennt man sofort. Das glitzert nach Geld hier. Pass auf, der hat... Also ich habe noch Zeit, irgendwie... Muss ich denn hier fertig drücken? Noch nicht, ne? Ich mache hier noch so ein Schein hier hin. So. Päh. Weil es gerade so schön läuft hier. So. Nein. Das sind so 5000 Dollar Scheine. So, das sind. Das, die gibt es. So, hier. Zack. Geld ohne Ende. Le Fromage. Das ist kein Fromage. Das ist ein. SpongeBob. Ja, ich drück auf. Hier, zack. Fertig. Noch eine braune Hose? Hat der SpongeBob eine braune Hose? Das weiß ich gerade gar nicht. Hat man unter Wasser eine braune Hose an? Angel Destiny, Dankeschön fürs Voller. Goldbarren, ja, ne? Aber ja, reicht doch schon. Das ist doch voller Bonze. Tausend und fünftausender Scheine. Bianca, wir hatten das letzte Mal eingestellt ohne Limit, wie jetzt auch. Und das ging eigentlich recht zügig. Dann haben wir es eingestellt mit Limit. Und das war voll zu lang. Oha. Jetzt bist du dran. Bonzen. Trike. Geht in den Bergen spazieren. Ist voll gut gezeichnet. Na hier, wer hat denn hier diesen Bonzen-Trike gemalt? Aber man könnte ja eigentlich sagen, das sind doch, jetzt kann ich das nicht mehr machen, das sind doch bestimmt die Gangster-Trikes, ne? Juhu. Das sind doch bestimmt die... Oh, schießt. Dex schneidet Paul die Haare. Ja, ja, das, jetzt male ich hier, jetzt kommt's. Die Power, die mache ich in... Nexan, dankeschön. Jetzt mache ich die Pau-Nuggets hier. Wie malt man denn Pau? Wie malt man... Also ich will das nicht schreiben. Ich möchte keine Namen schreiben. Das ist sonst doof. Also wir machen erstmal den Dex. Wir machen den Dex mal ganz schnell. Oh. Wir machen den Dex... Das Übliche. So.
Komm, wir geben dir mal eine Nase. So. So. Das ist der Dex. Körper, ihr so und le Beine. Fertig. Okay. Jetzt geben wir dem noch den schönen Afro. Den färben wir natürlich direkt so. Und geben dem direkt schöne Augen. So. So. Und hier wieder schöne schwarze Pupillen. Ne, grüne Pupillen habe ich hier eigentlich, ne? Grüne Pupillen, so. Okay. Dann gebe ich dem noch so ein richtig fieses, dreckiges Grinsen. Das ist hier so. Bis hier oben. Und die Hände. So, die Hände. Jetzt nehme ich natürlich jetzt eine Schere. Nein, das sind keine Eier. Das ist eine Schere. So. Jetzt kommt. Wie malt man Pau? Pau, nackig. Nackige Pau, soll ich mal? Nee. Wie malt man denn Pau? Ein Fuchs! Ja! Pass auf! Aber das ist jetzt schwer. Knusperfuchs. Ich weiß nicht, wie malt man denn bitte ein Fuchs? Ich kann keinen Fuchs malen. Also hier so. Nee, muss ich wieder zurück. So. Mein Gott, wie kriege ich denn? Nein, da habe ich schon wieder. Oh mein Gott. So. Schön braun. Die Pau mag das ja braun. So. Ja, sieht aus wie ein. Ich weiß, das sieht mal wieder aus. Ich krieg das schon wieder hin. Ich krieg den Fuchs noch hin, Leute. Ich krieg den Fuchs noch hin. Lass mir bitte Zeit. So. Guck, der Fuchs kommt noch. So, okay. Da ist der Fuchs. Nein, nicht so ganz. Aber ist egal, pass auf. Jetzt machen wir nämlich die Haare. Rainbow Pow. Lass mir die Zeit, Leute. Ich weiß ganz genau, dass ihr jetzt da hinten wieder ausflippt. So, pass auf. Jetzt muss ich die Kindheit zurückrechnen, zurück überlegen. Was waren denn die Farben eines Regenbogens? Verdammter Kack hier. Ich glaube, das waren diese hier, ne? Oh mein Gott. Grün war auch noch drin oder so, ne? Was gab's noch für eine Regenbogenfarbe? Hier so. Nein. Ach, dieses Fülldingsen hier so. Guck, und? Zack, habe ich dem Fuchs die Haare geschnitten. Ne? Ist gut geworden. Finde ich gut, ne? Fuchs mit blonden Haaren. Nee, es ist ja Rainbow-Fuchs. Knusper-Fuchs-Pau. Ne? Ich verstehe schon. So. Jetzt war hier so. Leute, ich finde das einfach so toll. Ist das ein Fuchs? So, ich zieh mich erstmal an. Das ist nämlich ganz gefährlich. Man muss sich immer anziehen in dem Spiel. Wenn man sich nämlich nicht anzieht, bist du nämlich dann direkt nackig gemacht. Ich zieh mich wenigstens schnell an, so. So. Und, ja, dunkles Grün. Passt. Oh ja, 23 drauf, so. Oh nein, da habe ich mir ein gelbes T-Shirt gemacht. So. So, okay. Was ist kein Regenbogenmonster? Hey, Queen Wirwan, dankeschön. Das sieht aus wie ein Fuchs. Ich mal den Fuchs noch aus. Ich habe ja noch Zeit. Pass auf, wie macht man denn Fuchs? So, hier. Ich mach dem Fuchs ja noch die Füße. So. So ein Fuchsschwanz ist doch immer so, ne? Mit Streifen. Ist das ein Regenbogenfuchs? Rainbow Pow? Oh nein! Letztes Mal habe ich das alles vermasselt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil die Schere ist nicht gut erkennbar. Die müssen wir natürlich jetzt hier so ein bisschen. Bisschen breiter machen.
So, jetzt erkennt man die, ne? Schnipp! Pass auf, ja, jetzt machen wir nämlich hier so. Ja, es ist auch voll gut. Ist das ein Fuchs? Fuchs, komm, wir geben den Fuchs von mir. Ist noch irgendwie noch so ein blassen. So, hier. Ist das ein Fuchs? Fuchs ist rötlich, ne? Stimmt. Nicht braun. Ach, Mann. So. Ist aber scheißroh. Kann man irgendwie Farben einstellen? Was ist das denn hier eigentlich? Was macht das hier? Ich hab keine Ahnung. Ist ja, Rainbow ist ja... Weißes Ende. Ach, stimmt, weißes Ende. Dankeschön. Also weiß, das Ende ist doch... Wartet mal ganz kurz. Das Ende ist doch immer so... So spitzförmig, ne? So ist das. Ist ein Fuchs nicht orange? Der ist doch orange. Der ist doch nicht rötlich. Hier so. Ich mach das jetzt so. So sieht ein Fuchs aus. Passt. Also, Dex schneidet Paar die Haare. Ja. Jetzt kommt da bestimmt irgendwas. Es ist. Also, für Leute, die jetzt nicht wissen, wer Paar ist, der heißt ja Knusperfuchs Rainbow Paar. Das passt doch, oder? Ja. Fertig. What the freaky hell ist das denn? Glühende grüne Schlange. Glühende grüne Schlange. Ah. Glühende grüne tote. Grüne tote Schlange. Weil die hat ein X in den Augen. Ist doch tot. Das ist ein Zitteraal? Ach so. Meint ihr, das ist ein Zitteraal? Das ist doch eine Schlange. Ein Zitteraal hat doch keine Zunge. Also hier so. Nee, das ist eine grüne. Das ist eine glühende, grüne, tote Schlange. Die hat ein X, ist tot, ist grün und die glüht. Ist nicht schon vorbei. Dex ist Döner auf einer Rutsche. Wieso? Also eine Rutsche ist natürlich, wir machen erstmal den Himmel blau. Ich mag das nicht sonst. Wir machen nur direkt die Rutsche. So. Kann man irgendwie... Was ist denn das hier? Kann man ja... Ah. Ach, das werden wir schon hinbekommen. Pass auf, jetzt machen wir jetzt hier so... Hier ist Ach, verdammt, dieser blöde Ding so. Okay. So. Ach so, das ist so durchsichtig. Ah, okay. Ich muss das erst auch noch lernen, wie das hier alles geht. So, pass auf. So, das ist das Gestell. Dann machen wir jetzt noch hier so... Eine Rutsche... Und die Beinchen, oh, das kann ja nicht so ein Gestell sein. Das Gestell müsste ja dann hier sein. So. So. Leiter. Ich male das jetzt noch rot. Ich mach das ja noch schön. Das wird noch alles ganz toll. So. Ich könnte das hier eigentlich alles in Braun. Ich mache die Rutsche orange. So. Ja. So. Dex ist ein Döner auf einer Rutsche. So, jetzt sitzt der Dex nämlich hier oben drauf. Elektrophorus war das. Okay. Pass auf. Ich muss jetzt den Dex noch so... Sitzt der... Dex ist auf einer Rutsche. Also, dann lasse ich den jetzt einfach mal hier so. Angewinkelte. Oh nein, nicht so gekrüppelte. Angewinkelte Beine. So. Das ist das Ganze. Jetzt mache ich das so. Jetzt gebe ich dem
Decks mal wieder. Nein, wenn man den Kopf von andersrum mal, kriege ich die Nase nicht hin. So. So. Nee, gar nicht wahr. Pass auf, wir müssen den Näschen machen und ich muss den Mund aufmachen. Okay, passt. So, jetzt. Okay. Ist ja egal. Dex ist ja wie er ist. Er ist wie er ist. So. Ja, wenn ich einen Döner esse, sieht das übrigens so aus. So. So. Der guckt natürlich auf den Döner. So, oh. Ich gebe ihm auch direkt nochmal so eine weiße Pupille. Oh. Oder soll ich das lieber schwarz machen? Ja, so. Oh. Und jetzt mache ich die Hände. Nee, warte. Ich. Jetzt ist er wie so, der Dex ist ja sowieso ein Krüppel. Also ist ja. Jetzt wird schwer. Jetzt müsste ich eigentlich ranzoomen sollen, wollen, tollen. Jetzt mache ich erstmal eine Hälfte, so. Und die andere Hälfte. Ja, sieht ein bisschen bescheuert aus. Ich kann jetzt gerade keinen Döner malen. Jetzt müssen wir den Salat machen. Der guckt natürlich hier so raus. So, Dönerfleisch. Und weiß ich nicht, Tomaten sind auch noch dazwischen. Und ein bisschen weißes Zeugs trieft auch noch hier so runter. Mehr Döner. Hier brauner Döner, so hier. Aber der Döner ist ja eigentlich mehr zu, ne? Pass auf, wir machen das. Wir müssen das schnell wieder in Ordnung bringen. So, pass auf. Oh nein. Die Farbe war das hier, ne? So. So. Passt das so? Wir malen uns mal wieder ein bisschen so grünlicher. Oh nein, nicht ganz grün. Nein, geh wieder zurück. So, so. Gesicht wieder so machen. Passt das so? Ja, ne? Ich gebe mir wenigstens auch noch Schuhe. Darf ich mir noch ganz gut Schuhe geben? Hier so. Mann, also es ist natürlich Kindergarten. Hier so, wir malen wieder ein paar hier so. Wir machen natürlich wieder einen schönen Himmel. So. Alles schön. Es ist wunderschön. Ich fühl mich gerade richtig gut. Ich könnte jetzt einen Döner vertragen. So, geben wir das auch noch grün hier so. Malen wir das noch an. Fertig. Die 23, ja, also mit dem Haarstil, ich glaube, da kommt jeder klar, ne? So hier drei. Oh nein. Ich mit diesem Füllwerkzeug, so. 23. Okay. Kann doch jeder verstehen. Ich glaube, das versteht jeder. Ja, komm, wir haben ja noch Zeit. Das war jetzt ein so. Sonnenstrahl. Ja, wenn ich jetzt zu viel mache, dann. Ja, die beschreiben das jetzt. Die beschreiben jetzt. Eine Rutsche mit einer Leiter. Eine orange-rote Rutsche mit schwarzer Leiter in Sonne mit drei Wolken. Beck sitzt da drauf, isst einen Döner, macht. Das wird jetzt gleich beschrieben. Das wird bestimmt kommen. Aber ich glaube, das kann so bleiben. So, fertig. Ende jetzt hier. Ich glaube, immer wenn die Hälfte der Mitspieler fertig ist und okay gedrückt hat, dann klingelt das Telefon und dann läuft die Zeit ab. Glaube ich, es war immer die Hälfte, ne? Klick auf fertig, ja. Auf dem großen Feld ist die Farbpalette. Auf dem großen. Ach, das ist das hier. Das ist die Farbpalette. Muss ich mal gucken. Oh. Eine Kirche mit Glocke, Goldwagen. Was ist das? Was ist das? Oh Gott, scheiße, ich muss was.
ist das? Was? Assassin's Creed? Ach, das ist... Ah. Okay, aber es ist vorbei. Ich kann das nicht mehr umschreiben. Lore mit Gold steht vor der Kirche. Warte mal, such. Oh nein. Ja, ich weiß das doch nicht. Das habe ich nicht gesehen. Wo soll ich das denn erkennen, dass das Assassin's Creed war, der in den Heuwagen springt? Dex isst frischen Fisch. Oh. Na, jetzt kann ich mich schon wieder malen. Hallo. So. Ich hasse dieses Dings. Das war wirklich Assassin's Creed. Wenn man jetzt überlegt, ist schön, dass es auch noch ist gesagt wurde. Ist statt ist egal, da werden die Augen drüber gemalt. So, wieder die Haare. So, zu, die Augen. Der muss ja gut sein. Also die Augen wollen wir wieder groß machen. So. Pupillen grün, das übliche, wie so, ist so, hier so, oh, ja, so, okay, voll, machen wir uns diesmal auch Zähne, so, hier so, nee, so, nee, okay, machen wir den Fisch, frischen Fisch, dem frischen Fisch müssen wir übrigens nicht schreiben, Fisch, ich finde das frisch schreiben. Den muss man malen können, dass der frisch ist, der Fisch. Das ist ein frischer Fisch. Weißt du, warum dass man erkennen kann, wenn der frisch Fisch ist? Wenn der noch lebt. Ja, dann ist das nämlich ein frischer Fisch. Fisch, tut mir irgendwie voll leid. Also ein bisschen tut er mir schon leid, der Kleine, ne? So. Nee, warte, das war andersrum, so. Entschuldigung, Leute. Sushi Hardcore. So. So. Hier machen wir die Hand raus. So. So. So, scheiße, sorry. So, so, okay. Es ist natürlich jetzt ein bisschen misslungen, das Ganze. Wir müssen das hier mal abschließen. Sonst, okay. Jetzt machen wir das mal wieder. Das Übliche. Ich habe mir wieder diese grünen, blöden Klamotten an. Und die Hände machen wir hier so drüber. So, pass auf. Kriege ich das hin? Kann ich das malen? Ich mache das so. Och, Mann, ich hasse das Füllfertz. Okay, so. Fisch. Warum? Warum muss ich einen Fisch essen? Hallo, Filferzöpfer. So, okay. Ich find das irgendwie schon irgendwie gruselig, das Ganze. Kann man ja. Hallo, Crosby, guten Abend. Kann man das so lassen? Was würdet ihr dazu schreiben? Tagei, danke schön für deine 10 Bitsis. Was würdet ihr dazu schreiben? Ich glaube, die Leute schreiben eher, der Dex frisst einen wehrlosen Fisch oder auf oder sowas. Irgendwie tut ihr mir voll leid. Nee, der soll ja keinen bösen Blick. Der soll ja so, oh, ha. Nee, aber wenn ich jetzt diesen hier mache, dann. Dann sieht das aus, ob ich auf. Ne, komme ich da wieder auf Drogen? Nee. Ich möchte keine Drogen haben. Ah, ich habe übrigens meine schönen Augenbrauen nie gemalt. So. So. Ein Bärtchen fehlt? Okay. So. Ohren habe ich übrigens auch nie. Brauche ich Ohren? Ich mach mal Ohren, ne? Ohren. So. Aber Pünktchen ja hier. So. Nasenloch.
So. Fertig. Dex frisst frischen Fisch. Eine Angel? Nee. Dann, wenn ich jetzt noch eine Angel reinsetze, ist alles. Dann ist komplett super GAU. Man muss ja versuchen, das Richtige zu malen. Das Problem ist, man malt ja nie das Richtige, weil man ja immer die anderen Texte mitbekommt. Ja, genau. Dex quält hilflosen Fisch. Genau das ist das, was ich jetzt da gemalt habe. Aber das geht jetzt auch nicht anders. Wir werden das schon schaffen. Ich werde mich gleich totlachen. Die Leute müssen ja den Quatsch beschreiben, den ich da jetzt gemalt habe. Ein Aquarium dazu und dann sagt der Dex klaut einen Fisch aus dem Aquarium und frisst ihn. Dann, nee, das Aquarium wäre nicht so gut. Umso mehr ihr dazu malt, umso mehr wird das konfus für diese Person, die das dann sieht. Weil die Person muss ja das beschreiben, was gemalt worden ist. Umso weniger ihr malt, umso besser wird das. Dex zeigt Fische. Nee, ich glaube, der frisst den. Okay. Ja, also fressen tut er den schon. Dass ich den fresse, das sieht man. Da kommt bestimmt hilflos. Aber das ist kein frischer Fisch. Aber ein lebendiger Fisch ist ja frisch. Es gibt doch nichts lebendig, also nichts Frisches als lebendig. Ah. Oh. Frische Fische, lebendig. Dex putzt sich die. Ja. Gott, Dex putzt sich die Zähne mit einem Fisch. Oh wei. Klabauter. Fuchs. Tanzt vor Boxen. Eindeutig Pau. Das ist kein Pau. Das ist ein Klabauterfuchs. Klabauterfuchs. Oh nein, ich habe Fuchs falsch geschrieben. Partymaus. Ja, Partymaus könnte man auch sagen. Dex spielt. Das ist. Jetzt kann ich mich schon wieder selber malen. Warum muss ich mich denn immer malen, Leute? Ich möchte mich nicht mehr malen. Ich möchte andere Sachen malen. Oh, pass auf. Das wird dann wenn das dunkel ist. Wenn das dunkel ist, dann sieht das alles toll aus. Und dann machen wir fangen jetzt an. Ach komm, wir machen einfach einen Deck so ganz, ganz simpel. So. Oh nein. Wenigstens. Nein. Wenigstens so. Oh. So. 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 Ist okay. So, die Hände. Der Kopf, Näschen, so. Haare. Ist doch immer das Gleiche. So. Die Augen, das Übliche, aber in diesem machen wir keinen Kreis. Wir machen einfach jetzt so hier, so. Pam! Ja, die Augen müssen so sein. Ein Pyroman-Dex ist ja eigentlich voll auf Crack hier, ne? So. Und voll wütend, ey. Der ist voll wütend. So, der hat natürlich Pyroman. Was machen wir? Machen wir hier so. Nee, machen wir es wenigstens dicker, so. So. Ist keine Schultüte. Ich weiß ganz genau, was der Erste schon gedacht hat. Dex, mach doch keine Schultüte. Das ist keine Schultüte. Das ist eine Megafackel. Die werde ich mich jetzt noch ausmalen. Jetzt gucken, jetzt wird der Erste schon sagen, ah, jetzt erkenne ich es, ja. Dex, du hast drauf, du weißt, wie man Fackeln malt. Glaub mir, Leute, ich weiß, wie man alles abfackelt. Ich habe Minecraft meine scheiß Dings abgefackelt. Hier, wer ist es hier, so. Meine Mühle. So. Ja, das sah aber schon kacke aus, ne, meine Fackel. So. Okay, fackelt alles ab. Jetzt machen wir hier so einen Baum. Ganz schnell. So, Ende. So. Den machen wir natürlich so. 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 Oh, aufpassen. Ich muss nämlich noch zumachen hier unten, sonst mache ich das ganze Bild hier Dings an. So. Genau das wollte ich nicht. Ich habe das hier unten nicht zugemacht.
Ja, so, kann ich das jetzt füllen, Herr Spiel? So, jetzt machen wir das. Fackelt alles ab, steht da, ne? Und fackelt Pyroman und zündet alles an. So. Es muss alles brennen. Es muss alles brennen. Nein, das komme ich schon wieder mit diesen Dingern hier. So, es muss jetzt alles, jetzt brennt alles. So, jetzt mal hier das. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. So. So, jetzt brennt schon mal ein Haus und ein Baum. Okay, wir malen jetzt natürlich. Wir fackeln ja alles ab. Das ist ja wichtig, das müsst ihr ja verstehen. Wir müssen ja auch alles abfackeln. Deswegen fackel ich natürlich auch eine Rakete ab. So. Ist ja klar, eine Rakete, die wird auch abgefackelt. Weil die gefallen mir ja gerade gar nicht. Weil abfackeln, so. So, wir fackeln natürlich jetzt die NASA ab. Na. Fuck. Machen wir es schwarz. Na. So. Ja, natürlich jetzt auch. Ich fackel jetzt alles ab. Es muss ja wirklich auch alles abgefackelt werden, ne? Ist ja auch voll abgefackt. Fackelt. Das sieht natürlich blöd aus hier unten. Ich hätte natürlich Turbinen machen sollen. So, hier, so. So, Turbinen. Kommt auch noch. So, Turbinen. Man versteht das doch, oder? Das sieht man doch sofort, dass es eine Rakete sein soll. Hier machen wir so ein Fensterchen rein. Okay, so. Erklärt sich doch alles von selber. Pass auf, ich fackel das, ihr das Zeug hier auch noch ab. So. Es brennt alles. Ich brenne noch mehr. Pass auf. Ich muss mich mal wenigstens kurz ankleiden. So. Und mir wenigstens ein Gesicht geben. So. Was brenne ich noch ab? Ja, hier, klar. Ich kann nicht so viel. Es wurde ja gesagt. Ich brenne natürlich auch ein. Kleines, hilfloses Kätzchen. Das hat der Kätzchen, haben wir nicht so lange geschwänzt. So, okay. So. Miau. So. So. Das Kätzchen. Was? Ihr braucht gar nichts zu schreiben. Kätzchen brennt. Ich fackel alles ab. Aber sowas von. Oh nein. Ja, so. Kätzchen brennt auch. Mord und Zerstörung. Alles brennt hier. So. Ist das okay? So. Weil wir gerade letztes Mal schon bei der Maus waren, brenne ich mich jetzt auch die Maus ab. Die Maus brennt auch. Auch Maus brennt. Nee, Maus-Schwänzchen mache ich dann lieber so. So, auch die Maus brennt. Die kleine Maus guckt natürlich ganz traurig, so. Nee, es war zu viel. So, ich guck gar nicht in den Chat. Es interessiert mich nicht, was ihr schreibt. Alles brennt. Dex brennt auch Maus ab. Brennt alles nieder. Alles brennt. Fertig. Mein Kunstwerk, Dex brennt alles ab. Wenn ihr mir jetzt nicht sagt, doch, Katze auch. Katze, alles. Maus, Haus, Baum, Rakete, alles brennt. Finde ich gut, ne? Sehr böser Dex. Dex spielt Pyromane und zündet alles an. Ist doch das, was von mir verlangt wurde, oder nicht? Es finde ich gut.
Findet ihr das nicht gut? Dankeschön. Hund, why? Ach so. Hund beißt Maus. Beißt ein Stück aus einer Maus. Oder? Ist das gut erklärt? Also das ich... Nein. Die Nase ist doch noch da und die Maus ist doch auch noch da. Der sagt nur, why? You bit me a Stück aus my Körper. Grundlos. Böser Weihnachtsmann schlägt Osterhase ins Gesicht. Boah, es ist ja... Okay, Osterhase... Ich kann sowas nicht malen. Ich muss das aber malen, deswegen werde ich es malen. Ihr zwingt mich sowas zu... Ich sollte das eigentlich mit schwarzen Hintergrund... Es ist ein schwarzer Tag, wenn der Nikolaus so böse ist. Wir machen erstmal den Osterhasen. Osterhasen werde ich easy malen. Böser Weihnachtsmann schlägt Osterhase ins Gesicht. Wir müssen erstmal den Weihnachtsmann malen. Der Weihnachtsmann, wie malen wir den Weihnachtsmann? Weihnachtsmann ist ja so, hier so. So. So ist Weihnachtsmann. Und dann... dann... Ich muss das mal malen jetzt. Ich kann sowas besser malen. Pass auf, jetzt mache ich dann Weihnachtsmann, so eine dicke Nase. Mund sieht man sowieso nicht. Und dann hat er so eine schöne Mütze an. Mit so einem Knollewolle. Okay, das ist der Weihnachtsmann. Pass auf, das geht bis hier. Jetzt kommt der weiße Bart. Okay. So, okay. Und die Augen sind natürlich jetzt böser Weihnachtsmann, so. Böser Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist natürlich hier voll aggro. Das ist übrigens mein bester Freund. Wir haben uns vorher getroffen und dann habe ich jetzt die Stadt abgebrannt und dann habe ich dem gesagt, hau dem blöden, bescheuerten Hasen mal aufs Maul. So habe ich das dem gesagt und deswegen ist der hier voll aggro. Weil er nichts zu Ostern bekommen hat, so. Voll aggro. Okay, was müssen wir wieder so... So. Boah. Okay. Das ist der Weihnachtsmann so. So, okay. Der kriegt noch so Füßchen hier. Mehr braucht der auch nicht. Komm, kann auch noch Stiefel. Kriegt noch so Stiefel. So. Das sind so. So, machen wir hier. Machen wir so. So. Und die Stiefel sind von mir jetzt noch braun. Okay. Jetzt kommt, jetzt boxt der noch voll, ne? Pass auf, der boxt jetzt noch zu. Böser Weihnachtsmann schlägt Osterhase ins Gesicht. So, pass auf. Jetzt müssen wir... Ah, die rote Mütze. Die rote Mütze ist wichtig. Finde ich immer so... Das fände ich... Oh, da hat jemand schon aufgehört. So, pass auf. Oh nein, ich bin noch gar nicht fertig. So. Voll aufs Maul. So. So. So, voll... Hier, das ist die Faust. Das ist die Faust. So, oh, hier muss ich füllen. So, Pam. Mann. So, ditch. So, jetzt müssen wir schnell Osterhasen malen. Pass auf, der Osterhasen, wie mache ich einen Osterhasen? Osterhase, ist ja klar, dass der so aussieht. Nee, ich krieg das mit diesen blöden Bällen hier nicht hin, so. So, das ist der Osterhase. Schnell die Augen malen. Scheiße, so, hier. Voll auf die Mütze gehauen, der Arme. Uff. So. Voll. Ditsch. Und der hat eine rote Nase, ne? Das ist okay. Hallo Bunchi, guten Abend. Das sieht scheiße aus hier irgendwie, ne? Das sieht doof aus.
ins Gesicht. Ist das okay? Mir gefällt der Osterhase, also es ist semi gut geworden. So. Dextro 23, du bist gewaltverherrlichend schier 100. Ja, also der ist was? Ich bin eigentlich ein ganz Lieber, aber wenn ihr mir sowas hier sagt, dass ich das tun, pass auf, ich mach mal ganz schnell, habe ich noch Zeit, ja, ne? So, ich hau dem jetzt richtig aufs Maul. So, pass auf. So. 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 Dutsch. Dutsch. Voll aufs Maul! Hä? Osterhase hat Eier. Genau, genau. Ja. Gut gesagt. So. Eier. Eier, Popeye. So ein paar rote Eier hier rein. Hier so ein Ei. Noch ein grünes Ei, noch ein gelbes Ei, noch ein blaues, ah ne, blau sieht man nicht, noch ein blaues Ei, das ist auch noch ein Ei, was habe ich noch gehört, dunkelgrünes Ei, so, hier so, oh nein. Fetsch. Voll dem armen Osterhasen ins Gesicht gekloppt. Also ich finde den Weihnachtsmann, also man sollte sich das überlegen, ob wir lieber zu Weihnachten, weiß ich nicht, lieber ein Christkind oder so einen Engel nehmen, weil der ist ja schon ziemlich aggressiv, was der hier so macht. Kim, machst du dir Sorgen? Warum? Ich habe das gemalt, was mir gesagt worden ist. Ist das okay? Kann man das so lassen? Soll ich das noch ändern? Du Unmensch, ich hab doch nur das. Das ist doch das, was da steht. Soll ich da noch was ändern? Meister, finde ich auch. Meister. Jetzt aber. Okay. Oha! Na toll. U2 oder Utz. Oh. Klabautermann schießt Dex durch eine Kanone bei Bassmusik. Nein, das ist nicht Pau, das ist ein Klabautermann. Sagt mir nichts. Was hat denn der da noch in der Hand? Warum hat der da so eine halbe Fackel und eine Dynamitstange? Das ist richtig. Warum werde ich eigentlich jetzt durch die Kanone geschossen? Was ist denn hier los? Dex und Benny werden bedroht. Trainwreck, dankeschön für den Raid. Ihr könnt ja kurz zuschauen. Ich muss noch ganz kurz. Dex und Benny werden bedroht. Dex und Benny werden bedroht. Dex und Benny werden bedroht. Wir müssen das wieder schnell machen. Wir fangen erstmal mit den Figürchen an. Also, ich. Näschen. Und dann so. Okay, das bin ich. Und jetzt Benny. So, das Näschen so. Oh. So. Kommt noch. Hände hoch. Ich mal das jetzt noch schön. So, pass auf. Und jetzt kommt der Dex. Ist ja. Es ist, wie es ist. Und jetzt kommt der Benny. Der Benny ist ja immer blau. Deswegen malen wir den Benny blau. Wir geben den auch blaue Haare. Dann ist das hier so ein Erkennt man den schon. So. So.
Jetzt machen wir erstmal hier. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich brauche keine Kreise. Ich kann ja eigentlich diesen riesengroßen Punkt immer so machen. So. So. Das sieht bescheuert aus. Oh. Oh. So, hier, so. Pass auf, wir machen das noch ein bisschen hier. So, oh. Oh. Wird noch passieren. Pass auf, ich ziehe mich kurz an. Oh, hier muss ich aufpassen, sonst werde ich das ganze Bild. So. Ich mache das nochmal ganz kurz hier richtig. Oh, was habe ich denn da gemalt? Eine Stange zwischen meine Beine. Das ist ja, ich will ja jetzt nicht hier Real Life machen. Nee, falsche Farbe. So. Wir geben uns noch schnell Farbe ins Gesicht. So. Ja, Bennys Hose kann auch braun. Hier, Stiefel kann auch braun sein. Okay. Wir machen hier die 23. Oh, weiß das jemand? Und hier, was kann man bei Benny machen? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir müssen aber. Wir werden ja bedroht. Von hier, so. Hier so, keine Ahnung, so, hier sind die Füße. Das soll hier so ein T-Rex sein. Ja, es ist ein bisschen komisches Tier. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Das. Das wird schon. Ihr müsst mir nur kurz Zeit geben, das alles zu machen. Guck mal, das ist ein Dino. Ist ein Dinosaurier. Es ist ein Mann mit. In einem Handschuh. So, hier. Der guckt natürlich hier so. Nee, die ist böse. Wenn die böse gucken, haben die so Schlitzaugen immer, ne? So, hier so. So. Und der ist natürlich voll aggro. Der guckt natürlich auf uns runter. Ja, ne? Machen wir dem noch Zähnchen. Eine enge, kleine Zähnchen, so. Ja. Hier müssen wir noch die Hand. So, so. Ist das okay? Eine Pistole! Ja, so, weil Bedrohung ist ja. Dinosaurier ist ja für uns schon keine Bedrohung mehr. Dann mache ich dann so. Ich mal eine Kalaschnikow. Oh, das ist zu dick. Ich muss da. Wie mache ich eine Kalaschnikow? Ich versuche eine Kalaschnikow hinzubekommen. Oh wei. Das sieht mir jetzt eher aus wie so ein. Wie so Oh, ach du Scheiße. Wartet. Ist das so? Ist schon scheiße geworden, ne? Naja, okay. Okay, wir machen keine Kalaschnikow. Das habe ich jetzt aufgegeben. Kalaschnikow ist. Nein, oh nein. Kalaschnikow ist nicht keine gute Idee gewesen. So. Okay. Sekunde, ich bin ja noch dabei, Leute, ich weiß. So. Sieht komisch aus, ne? Das sieht, also, ich bemerke, dass der Dex keine Shooter mehr spielt, schon seit langem. Sieht ziemlich, wir machen Bajonett einfach hier dran. Wir machen ein Bajonett dran. Dann ist das alles gelöst. So, pass auf, guck mal hier. Bajonett. Ist ein Bajonett dran. Ist das okay? Ja, es ist eigentlich kein Bajonett so, ne? Wir müssen es schon ein bisschen schärfer machen. So, jetzt ist es mehr so Bajonett so. Ja. Mit einem Bajonett. Kalaschnikow-Bajonett. Das ist keine Zigarette. Das ist doch keine. Man sieht das doch. Hier. Muss ich jetzt auch noch Masern auf dem Holz malen, dass man das erkennt, so? So. Holzmasern. Ist doch gut. Wird bedroht. Von dem Dinosaurier mit einem Bajonett. Gewehr, Kalaschnikow. Bajonett. Oh. Oh. Schock. So, gehen wir mal ins DS. Ach, hallo. Guten Tag. Sind wir schon durch? Wir waren schon vorher durch, aber wir sind aber fertig. Uff. War endlich schon durch, das hat lange gedauert. Das war ein Gott, vor allem das erste Bild. Aber hallo. Ewig.
Die Texte sind ziemlich lang. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Die Texte sind ziemlich lang. Mhm. Okay, seid ihr bereit? Ja. Manuel, das allerletzte Bild hat mich jetzt überfordert. Man darauf bereit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit jedem Bild super gut klar gekommen. Ich habe auch alles perfekt gemalt, so wie es mir beschrieben worden ist. Ich nicht. Ja, ich habe versucht. Teilweise. Also ich hab festgestellt, meine Zeichenkünste sind auf dem Level eines Zweitklässlers. Also, naja, mit der Maus zeichnen ist halt... Ja. Das sowieso so. Beschissen. Also du sitzt mit der Maus ging gar nicht. Welche Reihe sitzt du, Benni? Ich sitze hinten. ich fand die Beschreibung teilweise schwieriger. Geht los. Ah, ich fange mit mir an. Also, okay, guck mal. Eine Among Us-Figur fährt Mode. Hatte ich nie. Hatte ich auch nicht. Ach, lol! Okay. Wo ist denn die Among Us-Figur? Dann war ich, das hatte ich. Wo ist denn die Among Us-Figur? Ich denke, sie so, dein Lieblingscharakter vom letzten Mal kommt jetzt wieder. Mein Lieblingscharakter vom letzten Mal? Mach an, dann siehst du, was ist dein Lieblingscharakter. Klabauter, man fährt Fahrrad. Kommt ihr eigentlich? Verstehst du, ja. Mit Klabauter? Ah, da ist der Klabautermann wieder. Ja, hallo, es sieht aber so aus, oder? Klabautermann haben rote Mützen. Ich habe. Echt? Okay. Ja. Kennen nur den von Kuhn. Oh Gott. Du hast ihn aber voll rot gemalt, die Mütze. Ja, und dann ist mir eingefallen. So. Kennt ihn nur von Kuhn. Ich hab da was völlig anderes drauf erkannt, also bei dem Bild erkannt. Ich wusste nicht, dass es ein Klabauter sein soll. Ich hab da einen Gnomen gesehen. Ich würde aber auch nicht sagen. Fahrrad. Ich würde sagen, der unser Gnomi. Siehst du aus wie ein Gnomi Fahrrad fährt? Ja, so. Nein, nicht unser Gnomi, sondern ein der Gnom aus dem Gnomi. Jetzt bin ich halt echt gespannt, wo das dazu kam, was auf meinem Bild nachher noch drauf war. Gnom auf Fahrrad. Gnom auf Fahrrad. Mal gucken, was der Battle macht. Oh, ja, Mann, ey. Easy Rider! Vor allen Dingen von der Frontsicht, nicht schlecht. Oh. Ich hab nicht gesehen, dass das ein Fahrrad sein soll. Das ist ja wie so ein Dreirad. Hätte ich aber auch fast gesagt. Weil der sitzt da so, aber, die Räder, als aber es hat noch Räder. Hat noch Räder, ja. So Steinräder, so aller Feuerstein. Oh Mann. Ein Feuerstein-Fahrrad. Vor allen Dingen, ich würde das nicht mehr sagen, dass das Gnom ist. Für mich ist das Metal auf dem Fahrrad. Ja. Wow. Gangster-Zwerg auf einem Dreirad. Oh mein Gott. Gangster-Zwerg. Jetzt weiß ich, was bei mir ankommt, glaube ich. Oh, cool! Da wären wir wieder beim Gnom. Okay, das ist gut. Das ist gut gemalt. Was hast du überfahren? Sieht aus, als ob er eine Taube erschossen hat. Der hat doch da so eine kleine. Da steht doch Ghetto Biatch. Ghetto Biatch. Ey, voll gut! Das ist voll der Weihnachtsmann, ey. Cool. Das ist cool. Was der Weihnachtsmann kam sogar auch noch was. Voll gut! Mhm. Vor allem diese Knick an den Schuhen auch nicht schlecht, ne? Ja. Das ist echt gut. Ein cooler Zwerg fährt auf dem Fahrrad und überfährt ein Vog. Vog. Jetzt kommt Landvog. Ne, das hat zu lang. Ja, aber passt. Auch ganz cool. Das ist gut. Der arme Vogel. Aber perfekt zu erkennen. MC Dumbledore ist das jetzt. Klabautermann überfährt Vögel mit einem Fahrrad. Da ist der Klabautermann. Ich verstehe den mit dem Klabautermann überhaupt nicht. Ich auch nicht. War nicht ursprünglich der Klabautermann Gnom? Ja, eigentlich war es eine Among Us-Figur. Ja, okay. eigentlich sollte es eine Among Us-Figur sein. Also ich kenne Klabautermann einmal so als rote Mützchenfigur. Ja, kenne ich auch. Ich kenne den nur von Pumuckl und der ist da immer blau. Der Vogel sieht gut aus. Aber was auf. Ganz simpel gemalt. Also, wir sind noch zweite Klasse. Das ist erste Klasse. Auch mal erkennen wir es. Aber perfekt auf den Punkt gebracht. Zwerg überfährt einen Vogel mit dem Fahrrad. Wie? Vogel-Mie? Vogel-Mie. Aber wir sind immer noch bei diesem Punkt geblieben. Oh. Der eine von Frontsicht, der andere von der Seitenansicht. Hallo, Among Us-Figur. Wo ist die hin? Erstmal downloaden das GIF. Voll brutal. Da sagt ihr mir, was ich brutal gemalt habe? Gar nicht wahr. Voll 3D hier. So, yeah. Nicht schlecht. Gravy, mal gucken, was da rauskommt. Nur Stuss. Der Osterhase verprügelt den Weihnachtsmann. Das Bild habe ich gesehen. Mina, das ist schön. Je nachdem, wie weit das jetzt geht, kam das recht bald. Was tut der da, der Weihnachtsmann? Was ist das? Was macht der Osterhase? Der sieht übrigens voll süß aus, der Hase. Was hat der da? Ach, der Osterhase verprügelt den Weihnachtsmann!
Ja. Ja. Das ja, kam bei mir gar nicht an. Und so. Das kommt ja bei mir ganz andersrum an. Bei mir, weil dann ist der. Feigheit, Osterhase, Jesus, Nikolaus. Das hat ich. Was ist das denn? Samenstränge oder was ist das? Was ist das? Der hat einen Penis! Das ist ein gewaltiger Penis! Das ist ein dicker Bauch! Das ist ein Penis! Das sehe ich jetzt erst, okay. Wow! Und die Einstellung auch noch perfekt angedeutet, wow. Nicht schlecht! Das sollte der dicke Bauch sein, ich sehe das aber auch jetzt. Das ist ein Teil. Anzug. Wenn ihr! Ich müsste es hier noch abschütteln. Das war der roten Penis. Also hätte ich das Bild beschreiben müssen. Ah, Junge, das wäre aber echt hart geworden. Wow. Der ist doch schon hart, Junge. Oh. Weihnachtsmann versus Osterhase. Aber Raffi hat es noch erkannt. Sie hat den riesen Prügel nicht gesehen. Alte Schäde. Ja, sie haben so Boxhandschuhe. Ja, so sollte sie auch darstellen. Das siehst du bei dem Weihnachtsmann aber nicht. Das ist mir aber auch jetzt gerade erst aufgefallen. Das sieht nicht so aus. Dicker Bauch. Wow. Wow, ja. Dankeschön. Die ist ja voll gut. Der Hase auch noch. Voll aggro. Round one. Fight. Ja, ja. Weihnachtsmann versus Osterhase. Ja, hat keinen Round 1. Ah, nicht schlecht, okay. Das hat sie auf jeden Fall der Beine gehalten. Voll, der Ring auch noch dazu gemalt. Und die Eier liegen auch noch da. Der Weihnachtsmann sieht so ein bisschen aus wie der von Peppa Pig. Da sieht man ja auch den Mund. Ja. Über dem Bart. Weihnachtsmann boxt Osterhase. Minus. Guck hier. Das kam bei mir an. Guck mal, ganz am Anfang, sorry. Osterhase verprügelt Weihnachtsmann. Jetzt boxt der Weihnachtsmann zurück, oder was? Und Runde 5 oder so, da ändert sich. Oh, der Osterhase. Oh Gott. Böser Weihnachtsmann schlägt Osterhase. Ja, genau, das hab ich bekommen. Ich hab... Der weint so voll, der arme Osterhase. Bam. Vor allem Aua. Sehr schlecht, Hex. Voll der Psycho-Blick beim Weihnachtsmann. Ich muss den irgendwie aggressiv machen. Der Weihnachtsmann schlägt den Osterhasen. Ah, siehst du? Sah eher aus, als ob der auf irgendwas drauf ist. Wo die langen Hände immer, finde ich voll hart, ey. Also, wenn da jetzt nicht die Eier auf dem Rücken gewesen, hätte ich das nicht als Osterhase erkannt, King Lady. Das sieht aus wie so ein Werwolf. Werwolf? Ja, weiß ich nicht. Aber fast richtig, ne? Aber fast richtig. Ja, also der Osterhase ist ja so kleiner als der Weihnachtsmann, deswegen hat er zurückgeschlagen. Ja, und ja, das ist von, oh, wie heißt das, Pinky the Brain. Ja, genau. Ja. Aber hey, es hat sich zumindest noch einigermaßen gehalten. So, Benny. Dex, sein Haus wird in Minecraft gesprengt. Oh, das hab ich gehabt. Hä? Das kam ja niemals bei mir an. Das kam bei mir an. Ich weiß aber, was ich schon gezeichnet habe. What the heck? Aber voll gut. Hast du doch mit dem Grafiktablett gemacht. Ja, und? Hast du das wirklich? Ich hab doch ein Grafiktablett hier. Kannst du das machen? Kannst du das anschließen? Geht das da? Geht das? Das funktioniert doch ganz normal. Oh, cool. Voll cheaten, ey. Cheaten? Ich nutze nur meine Ressourcen. Ist doch egal, kannst du machen. Ist doch cool. Ich hab noch nichts dafür. Aber trotzdem. Dex Haus brennt in Minecraft ab. Ah, aber er kann. Oh, da muss ich nicht. Hättest du den TNT-Block besser gemalt? Hättest du TNT draufgeschrieben? Hätte vielleicht die Pau noch erkannt. TNT ist ja sowieso eine Sache von AMD. Ich glaube, das hätte er dann erkannt. Jetzt gibt es auch noch Beschwerden, ehrlich. Oh nein. Das Hühnchen gebraten. Ach so. Oh nein. Dex fackelt Holzbude ab. Ah. Aber wir sind ja noch ziemlich nah, ne? Bei der ganzen Sache. Mal gucken, was die Ivy. Meine Haare. Drei Wettertaft.
Dex hat Menschen abgefackelt und brennt ein Haus nieder. Hey, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das, was ich gezeichnet habe. Aber das ist, was bei mir ankam, musste so sein. Also ich habe das mal gezeichnet. Von mir kommt auch was ganz anderes. Hey, Mann! Gerade eben ein dicker Schniedel und jetzt denkst du, hier, jetzt wird jetzt hier die ganze Welt abgefackelt. Dex spielt Büromane und zündet alles an. Ja, genau, das habe ich bekommen. Hey, guck mal, Dex spielt Pyromane und zündet alles an. Also habe ich alles angezündet. Hauptsache die Maus und die Katze. Ja, alles wird angezündet. Haus, Rakete, Baum, Katze, Maus. Es brennt. Dex zündet mit einer Fackel Tiere, eine Raka und anderes an. Raka. So, danke schön. Oh. Schwein? Oh. Also, und eine Rakete. Ach, jetzt fliegen die Raketen. Das Schwein sieht so aus. Ist das jetzt dein Ernst? Dex zündet alles an. Ja, auch okay. Dex zündet alles. Was war eigentlich der Start nochmal? Sekunde, ich will mal kurz gucken. Dex, sein Haus wird von... der hat doch angefangen. Warum bin ich denn jetzt hier der Übeltäter? Alter, muss ja schuld sein. Die arme Vogel. Dex wirft mit brennenden Vögeln. Das sieht so aus, als wenn er den Feuerball werfen würde. Ich hätte geschrieben, Dex Street Fighter. Also wie heißt das? Ha, Jukit! Ha, Jukit! Oh, Jukis! Hat doch recht, Dank. Spanferkel. Mörder. Metal, mal gucken, was bei dir rauskommt. Eine Po auf einem Feld. Auf einem Feld? Habe ich nie bekommen. Vor allen Dingen, er hat Pau gesagt. Ja, der sagt immer Po. Valheim Wikinger Girl. Gut. Oh. Die einzige Feldfrau. Eine Wikingerfrau ist auf dem Feld. Oh, ja. Ja, Wikingerfrau, Pau, ne? Ja. Okay, wie ist das? Ja. Okay, der war nackt vorher, ich hab's genau gesehen. Jemand hat noch die Brustwarzen gemalt gehabt. Ja. Das sieht eigentlich aus wie Neandertaler-Girl, ey. wie heißt nochmal der kleine Wikinger? Vicky. Vicky, das ist doch Vicky, ey. Vicky hat keine Kusten oder was? Vicky war. Meine Axt sieht doch voll aus wie ein Schlüsselschwert. Vicky mit Brüsten. Ja. Eine Amazone guckt wahnsinnig zufrieden auf ihre Merkmale. Eine wahnsinnige Amazone. Was ist das? Was ist da jetzt kaputt? Wir haben Masken an. Corona-Zeit. Was? Eine Amazone guckt wahnsinnig zufrieden auf ihre merkwürdige Familie bestimmt oder so? Kinder flüchten vor verwirrter Frau in roten Kleidern. Ich hab was vollkommen anderes gehabt. Ich hab keine Ahnung, was ich hatte. Das hatte ich bekommen. Ich hoffe, ich hatte nicht so viel noch. Ihr habt aber keine komische Sachen im Kopf, ne? Also ich muss jetzt ehrlich sagen hier, Kinder laufen hier weg. Ist ein guter Gesellschaft. Kinder, die vor Frau weglaufen. Okay, wenigstens ist sie nicht mehr verwirrt. Jetzt ist sie normal. Oh, voll gut. Die Arme! Du blickst halt gar nichts. Ich überlege gerade, was habe ich denn da gezeigt? Was kam denn bei mir an? Ich habe das gar nicht. Hä? Mannsfrau verscheucht alle Männer. Mannsfrau! Das kam bei mir. Ich glaube, ich habe das vom Benny gekriegt. Gut. Mannsfrau verscheucht alle Männer. Ja, weil es einen krassen Bizeps hat. Ja, das hab ich, damit ich überhaupt nicht klar gekommen bin. Voll die Megamöpse und der arme Popeye. Und die warten bald. Aber die Tür an. Ja, Mannsfrau, was soll ich denn machen? Das ist Stones Charakter in Ark. Ja. Jetzt verstehe ich, was ich gemalt habe. Hä, wie kommt denn das? Bei mir, okay. Dex und Benny werden bedroht. Ja, genau. Dex und Benny werden bedroht. Ja, also dich habe ich mit Absicht reingemalt. Bei dem anderen musste ich noch ganz schnell irgendeine Farbe, damit er nicht komplett leer ist.
Ja, aber ich hab das jetzt so gemalt, dass wir bedroht werden. Das ist gut. Ja, er hat Kalaschnikow mit das mit ist echt gut, das letzte Bild. Der hat ein Bajonett übrigens. Das soll ein Kalaschnikow-Bajonett sein. Das sieht aus, als wenn er schießen würde. Oh, oh, aber leert es die Kalaschnikow. Das Magazin hat er schon leer geschossen. Vorher, bei den Kindern, die er erschossen hat. Man leider den Bart nicht so ganz. Ich wollte da noch so einen grauen Bart dran malen. Das hat nicht geklappt. Der Anker ist gut hier. Das finde ich auch echt gut, diese Popeye-Arme. Ja, was möchtest du denn schreien? Was sollst du denn machen unter Mannsfrau? Sag mal... Verschäumt alle Männer. Ist das wirklich, ist das Silikonbrüste? Das kann doch nicht sein, das sind Betonbrüste, dass sie so gerade stehen, ey. Alter Schwede. Also was drauf. Mädel ist Fisch. Oh, ich weiß, was bei mir ankam. Das kommt nicht bei mir irgendwann an. Irgendwann bist das wahrscheinlich wieder du. Oh, voll gut. Hauptsache Dex steht in der Sonne. Dex ist ziemlich einleuchtend heute. Aber voll gut gemalt, ne? Voll die Vampirzähne, Junge, Junge, Junge. Ja, übel. Dex vor allem diese Augenringe. Dex ist Fisch? Hä? Ja, ja. Dex in der Sonne wahrscheinlich. Ja, ja, ach so. Genau. Ja, ein Metal. Ich glaube, ich weiß, was bei mir angekommen ist. Ja, voll die Hose. Voll die Buchs. Ich weiß, was ich gekriegt habe. Ich dachte auch, die Hose wäre wichtig, weil die so betont ist. Ja. Ich glaube, ich habe das nächste. Da guckt der Schniedelwurz raus. Dex in Unterhose ist frischen Fisch. Ja, yummy. Ich muss. Wir müssen mal eins. Frisch. Wir müssen mal eins versuchen. Nichts schreiben. Versucht mal frisch zu malen. Wie soll das denn gehen? Ja, genau, das habe ich ja gemacht. Ich habe es gemacht. Nicht stinkend. Dex ist frischen Fisch. Ich habe nämlich frischen, also frischer Fisch ist für mich lebendig. Und deswegen habe ich einen lebendigen Fisch gemalt. Ja, Frischdex! Über drei Tage war. Also, pass auf. Jetzt weiß ich, was bei mir ankommt nachher. Bevor die Leute, bevor ich das weitergehe, die Leute im Chat haben alle geschrieben, Dex tut sich gerade mit dem Fisch die Zähne putzen, Dex quält ich hab gerade versucht, Schluck zu trinken, danke. Ja, unschuldige Fische oder sowas. Sowas kommt bei Psychodex ist armen, lebendigen Fisch. Das habe ich. Das hab ich bekommen. Aber lebendig. Also ist er frisch. Das hab ich bekommen. Alter Schwede. Aber hey, Benni, wir merken, unser Fisch ist ziemlich gleich. Frisch. Ja. Bloß meiner hat auf einmal Angst. Ja. Hätte ich auch bei dem Anblick. Armen, kleinen Fisch. So ein Monster. So ein Monster. Alter Schwede. Metal, ey. Voll der Künstler. Nicht schlecht. Und die Sonne, Mann. Aber es ist voll der Dex-Shark hier. Little Shark. Ach nein. Ein Dex-Hai frisst einen Fisch. Ein Dex-Hai. Das ist klar, dass das so ankommt. Voll hübsch, voll gut gemalt. Voll gut gemalt. Eine Katze steht auf einem Pferd und isst Kekse. Hä? Never, never bei mir angekommen. Katze, Pferd und Kekse kamen nie bei mir an. Ja, passt. Pferd, Katze, klar. Ich hab nicht erkannt, dass es ein Keks sein soll. Also ich würde jetzt auch noch sagen, dass das Dünnschiss hat hinten und dann einfach irgendwie auf die Wiese frisst. Darf Pferde ich sagen, ich kann keine Pferde malen. Aber ist gut geworden, ne? So als Hinweis. Pferd steht auf Weiß mit Katze. Pferd steht auf Weiß, auf Wiese. Also, auf Wiese. Das U, da wollte ich weiterschreiben, aber die Zeit das geht zu schnell, ne? Ja. Ja, okay, jetzt wird's. Was hab ich denn? Was kam denn bei mir an? Ich weiß nicht. Ich hab auch gerade keine Ahnung. Ich hab eine Vermutung. Pferd der Katze stehen auf einer Wiese. Die liest aber auch nie richtig vor, ne? Die hat Katz gesagt. Hat aber leider mich mit der Zeit leider ein bisschen verschätzt, deswegen. Ich kann keine Pferde zeichnen. Ja, ich jetzt verstehe ich, wo die Richtung hingeht. Jetzt wirst du diesen Hund. Ja. Oh, Hund und Katze toben im Gras bei schönem Wetter. Oh. Toll, Hund. Sieht aber aus wirklich wie ein Hund. Die Katze hat keine Pferde malen. Oh. Hauptsache vorher noch ein Herz und jetzt ein Ball. Ja, ja. Das ist gut.
Was ist mit dem Hund passiert? Gib dir mal was zu essen, dem armen Tier. Das ist Pluto, ey. Der deutsche Dominik. Oh, ist das eine, ist das eine Maus? Da das ist ein Windhund, der muss so schnittig sein. Also ich vermisse das Hund und Maus jetzt. Ein Hund will eine Maus küssen und spuckt Blut. Ja, sieht doch wirklich so aus. Jetzt kommst du bei mir raus. Ich glaube, ich weiß, was mir ankam. Ich weiß nicht, was bei mir ankam. Dystische Züge sind da. Voll spuckt Blut. Ja, wow. Das hab ich bekommen. Voll gut gemalt, der Hund, ey. Also, verdammt, ist geil. Also für mich war... Also, warum ist bei euch eigentlich noch Hund und bei mir war es auf einmal ein Husky? Da war es spezifisch. Okay, also bei mir, ich habe das jetzt so beschrieben. Hund beißt ein Stück aus einer Maus. Ja, ja, okay. Ja, ich weiß, wirklich. Ja, Touché, das könnte man auch erkennen. Alter Schwede! Oh. Jetzt kommt wahrscheinlich brauner Husky. Husky? Brauner Husky reißt trauriger Maus das Fleisch aus dem Bauch. Alter, shit! Also schön beschrieben, dass man hier Gänsehaut bekommt, ey. Mäusespeck. Ich habe, glaube ich, den Hund probiert, fünfmal anzufangen oder so. Was ist das denn? Ich kenne keine Hunde mal. Eine Katze im Hundekostüm! Katze im Wolfsfeld. Ich hab mich angestrengt. Heilige Scheiße. Das sieht aus wie so eine Katze, die man so eine Wolfsfell gestopft hat. Ich muss zugeben, ich bestätige das von meinen Lehrern damals. Die 4 in Kunst war berechtigt. Never! Was ist das für ein... Das arme Vieh, ey. Aber die Maus ist doch gut. Die erkennt man. Ja, die Ohren fehlen irgendwie. Die Ohren fehlen. Ich hab keine Zeit mehr. Dieser Hund hat mich... Oh, gut. Gut, oh. Herrlich. Der Hund hat mir die ganze Zeit... Kirche im Dorf. Kirche im Dorf. Okay. Oh, nein. Ja, ich weiß sowas. Oh, Gott. Kirche im Dorf. Was? Da geht eine Hexe zu einer Kirche? Ein Mönch. Achso, ein Mönch. Das sieht für mich aus wie eine Hexe. Dick? Was? Ding? Dong. Achso, Ding Dong. Ich glaube, ich hab das Ding-Dong. Nächste gekriegt. Dick Dong. Dick Darm. Da. Kirche im Dorf. Ja. Passt. Kirchturm mit seltsamer Gestalt davor. Ja, das ist auch. Vor allen Dingen, das Dorf ist verschwunden. Aber die Kutte passt schon mal. Assassin's Creed bei einer Kirche. Oh Gott, jetzt weiß ich das. Hä? Oh mein Gott. Ich hab das nicht erkannt. Der ganze Chat schreibt Assassin's Creed und ich hab das nicht gesehen und. Lore Midgold steht vor Kirche. Ja, das hatte ich. Ich hab das soll ein Heuhaufen sein. Aber ich sehe immer noch den Assassin's Creed-Typen nicht. Oben, die Assassin's Creed-Flagge. Ach, das ist eine Flagge! Für mich, ich hab immer gedacht, wer kotzt denn da oben und der, runter? Und der eine, das, was das rote Cape hat, soll der Typ sein. Der runterspringt in den Heuballen da unten. Oh. Das ist ein Heuwagen. Ja, das hat der Chat mir auch geschrieben. Assassin's Creed, das war dann auch schon weg. Ja, gut. Ja, das Logo. Ist erkennbar, ich genau das. Backsteine. Oh, ja, Karin mit Goldbarren fährt in eine schottische Kirche. Eine schottische Kirche? Es ist immer noch eine Kirche. Also, aber wieso schottisch? Weil die so ein Tierenmuster hat. Mein Karo, das sieht man doch. Das soll Backsteine sein. Karo, nicht die Kirchen. Mensch, Fabi, das sieht man doch. Die Kirche ist unten drunter nackt. Auch. Und ich hab mir überlegt. What the heck? Was ist das? Wie weit man den? Ich hätte auch einen Hund dann. Als wir hier rauskamen, oh Gott. Oh nein. Also, ich hab irgendwie. Ich sehe keine Lore mehr. Oh, nicht so ganz. Keine Ahnung, was ist das da unten? Eine Minenlore mit Goldbeladen fährt in eine Kirche. Oh. Touché. Nicht schlecht. Nicht schlecht. War das einzig Logische, was ich da gesehen habe. Bing bong, bing bong. Voll gut, das passt alles. Alles ja, mit den bunten Glasfenstern vor allen Dingen. Voll gut, ne? Straßenbahn fährt in die Kirche. Toll, da musste ich es ausmachen. Ja, also ganz ehrlich, in Minenlore ist es ja eigentlich nicht mehr, wenn man genau guckt, ne?
Ich verstehe wieso gar nicht. Was ist denn das da vorne gemalt, das hier? Keine Ahnung. In dem Ding. Und da oben drauf, dieser Strich. Das sieht aus wie ein Triebwagen. Für einen Zug oder sowas. Alter Schäden! Aber voll gut! Mord und Totschlag! Voll gut! So großer Unterschied hatten Zug und die Straßenbahn nicht eigentlich. Außer die Geschwindigkeit. Es ist so ein bisschen eskaliert. Von alten Dame bis zum Zug. Ich hab im Dorf angefangen. Oh Gott. Aber wenigstens ist die Kirche noch geblieben, ne? Ja, die ist durchgezogen. Ja, das Dorf ist weggefackelt worden. Von brennenden Tieren. Gottische Kirche, komm mir klar. Aha! Das war das random Ding, okay, was vorher ausgewählt worden ist. Ich war nicht schnell genug. Ich war voll überfordert, als das losging. Ach oh, so! Blitzer, voll gut! Das ist gut! Das ist gut! Ich würde eher sagen, Benny-Schlange beim Fotoshooting oder sowas. Pass mal auf, das wird zu dir. Grüne also, Schlange wird geblitzt. Ja, das hatte ich bekommen. Wenn das bei mir, also wenn das ist, was ich denke, dann wird das eine Dex-Schlange auf einmal. Tor 1 AP 0, aber ich muss. Gute Nacht. Ini, guck nochmal, bevor du gehst. Guck mal, hier steht er. Da steht er. Der Rex. Hat seinen Platz gefunden. Gehen wir mal weiter. Ah, also du hast, hättest du die X'e nicht gemalt, Ruffy, wäre das arme Tier noch im Leben gewesen. Ja, aber sie wurde ja vom Blitz getroffen. Sie wurde ja geblitzt. Du hast was. Oh nein. Ach, so geblitzt. So. Ja. Glühende grüne tote Schlange. Glühende grüne tote Schlange. Ja, es ist wirklich eine grüne, glühende, tote. Du hast die Blitze nicht gesehen. Nee, ganz ehrlich, ich hab das nicht gesehen. Ich hab gesagt, das Ding glüht. Oh. Mir ach, ist ein Licht aufgegangen. Ich hab's nicht kapiert. Ich hab's nicht kapiert. Schlange in Dex ist ein Licht aufgegangen. Schlange in Dex? Nee, Schlange in Dex. Ah, Schlange in Dex. Du musstest überlesen, was die Folies so. Mit der Weihnachtsmann von eben Dex. Hab's nicht gecheckt. What the heck? Metal, oh, Mann! Not bad. Bing. Licht. Ah. Ah, genau. Ey, Junge, du kannst voll gut zeichnen. Eine Dexenatter mit Erleuchtung. Ja, aber warum ist jetzt ein Dex? Oh, mit Blümchen. Oh. Allen geht das Licht auf. Eine Dex-Schlange hat eine Idee an einem schönen Tag. Das ist immer, das hab ich, deswegen meinte ich immer, umso mehr man malt, umso mehr beschreiben die Leute. Ah. Sogar mit Bärtchen. Dex als Schlange bekommt schnell Sonnenbrand. Ach so, ja, jetzt kommen die Punkte von der Sonne. Oh, das stimmt. Wow, alles gut, ey. Auch noch eine liegende Schlange. Voll gut. Voll weggebrutzelt, das arme Tier, ey. Voll. Schnell ein Sonnenbrand. Das ist ein Sonnenbrand hier. Gebrutzelter Dex. Verbrennung gerade, das weiß ich gar nicht. Hänseldex, der tut durch. Voll gut, gewonnen. Aber sie lebt wieder, stimmt. Ja, bei mir war das auch schon ein random Ding. SpongeBob in Frankreich. Aber ich fand's ganz gut. Ah, Ruffy! Und ich hab gedacht, das ist ganz klar vom Grave, dieser Quatsch. Reicher SpongeBob in Frankreich, ey. Oh nein. Gott. Aber ich fand's so gut. Ich hab was gelassen. Richtig, ich hab was völlig anderes gekriegt. Ja. Ich hab mein Bestes gegeben. Das ist ein Käse. Touché. Ja, auch wenn das aussieht wie ein laufender Käse. Ja, wie soll ich das sonst machen? Reicher Käse. Ja, ich hab keine Hose. Alle haben mir gesagt, eine Hose. Ich wusste aber nicht mal, welche Hose. Keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wie. Geldgeiler SPN Jazz Pop kauft Eiffeldorf. Was sagt der Geldgeiler? SPN Sport. Geldgeiler SpongeBob kauft Eiffeldorf. Oh, du Scheiße. Nein, nicht mich dazu malen. Voll geil. Nein, ich immer dazu. Dex ist neulich Franzose, aha. Ich mehr muss wissen. Voll das A. Das sieht geil aus. Man könnte sagen, das ist im Eiffelturm wegen der Fahne. Reich im SpongeBob wird der Eiffelturm von Dex überreicht. Ja, aber jetzt bin ich schon wieder mit da drin. Das ist halt aber Eiffelturm falsch gemalt, fällt mir gerade ein. Aber ich glaube, du hast das geschrieben, was ich zeichnen musste, Benny. Maybe. Das gereiche SpongeBob ist noch da, finde ich gut. Aber jetzt, der ist besser, der hat nämlich diese schönen Zähne, genau. Dex schenkt den Eiffelturm den reichen Dings, das SpongeBob.
Die Goldkette. Ja. Eine Goldkette. Ja. Hast du Goldkette? Das ist really geil. Aber das Geld, guck mal, das Geld ist überall geblieben beim SpongeBob. Guckt euch mal an. Wenn ich von oben nach unten scrolle, ist überall Geld, voll die Dollar-Dinger hier dabei. Dex schenkt Bonzen SpongeBob den Eiffelturm. Bonzen? Bonzen! Das ist voll gut. Oh, jetzt, das Geld ist weg. Das Geld ist weg, jetzt wird er arm. Das Geld ist ausgegangen. Dex meets SpongeBob in Paris. Okay. Wenigstens ist Paris noch da. Da ist er aus. Oh, voll gut. Hi. Hi. Lass mich dich umarmen. Nein. Schon wieder nackt, das SpongeBob. Dex trifft Käse und Grüße. Oh Gott. Mann, das erkennt man doch als SpongeBob. Das liegt daran an der Hose. Die Hose fehlt. Da schließt sich der Kreis zu Among Us. Hallo Käse. Es ist die Geschichte, wie bei Dex in Among Us der Käse auf den Kopf kam. So ist es, so hat es angefangen. So ist es entstanden. Oh mein Gott, Leute, ey. Dex Olsen. Bevor wir das weitergehen, das muss ich ganz kurz nochmal zeigen. Ich hab den ja umgestellt. Hier. Das ist die Geschichte von ihm. Vor allen Dingen eine Among Us-Figur haben wir bis heute nicht gesehen. Ich wollte eigentlich eine Among Us-Figur sehen. Nix. Oh, Dex trifft Käse. Ja, vor allem Käse. Meets Käse. Sehr gut. Aber bis jetzt ist noch nichts, bis auf Bennys Riesendödel da, ist nichts Verschweintes rausgekommen. Die Maus singt im Wald. Die Maus singt im Wald, nie gekommen. Nee, ich glaube, ich weiß, was da passiert ist. Oh, das hätte ich gerne gemalt. Oh, ich will auch eine Maus malen. Vor allem, malt ihr die Sachen von vorne, von der vorne Perspektive, ist voll schwer. So die ganz normale 2D von der Seite ist immer so easy Kinder einfach. Die Maus singt im Wald. Ohne den Elefanten. Oh. Alter, was ist denn da das rausgekommen beim Überlegen gerade? Ich habe niemals sowas in der Art gehabt. Ich frage mich, ab welchem Punkt das ausgeartet ist, dass es das gewesen ist, was ich bekommen hatte. Die Maus singt im Wald ohne Elefanten. Ach du Schreck. Das hatte ich. Aber warum ist das in der Box? Die ist doch gar nicht mehr im Wald, die Maus. Und der Elefant ist drin. Und der Elefant ist im Wald. Der ist voll traurig, ey. Oh. Maus feiert Party und Elefant sitzt traurig vorm Haus. Ich weiß, dass bei mir ankam. Hä? Das ist was ganz anderes gewesen. Oh mein Gott. Oh. Der arme Elefant, tut mir voll leid. Partymaus allein im Haus. Doch eine Partymaus. Oh. Das ist für mich... jetzt weiß ich, was das ist. Ja, jetzt weiß ich, warum das so bei mir angekommen ist. Jetzt weiß ich, was das ist. Jetzt ergibt es Sinn. Ja, das habe ich nicht gekannt. Kleibaut, der Fuchs tanzt vor. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie das angekommen ist. Kleibaut, der Fuchs. Ja, diese Kleibaut, ey. Malt keine roten Mützen, sonst kriegt ihr Kleibaut. Fuchs. Ja, genau, da ist es angekommen. Fuchs das ergibt Sinn jetzt. Dix, Fuchs, ich will schreiben, Dix, Fuchs vor DJ-Pult. Fuchs hört Musik. Okay. Ja, genau, das ist bei mir angekommen. Ich werde überlegen, wie ich so am besten einen Fuchs tanzen lassen soll, aber... Keine Ahnung. Wow. Oh, Raffi, mach halt mal wieder an. Also, hat der Kopfhörer an? Ja, ne? Ja. Raffi sollte nur noch 10 Sekunden Zeit kriegen. Oh, der Fuchs hört laut Musik. Let's face. Let's face. Cool. Eigentlich wäre jetzt der Titel gewesen. What the fuck, ey? Oh! Was man alles aus Kreisen machen kann, ne? Auch der Chor hat letztes Mal einen ganzen T-Rex gemalt mit Kreisen. Voll gut. Vor allem, ich finde das aber ganz cool, dass der Werdegang gezeigt wird von dem Bild immer so. Nicht schlecht. Okay, was macht er? Eine Party E. Das hatte ich. Das hatte eine ich. Party eine Party. Eine das Party. E habe ich einfach weggelassen. alle Male. Und Disco-Kugel. Party mit dem Team. Naja, könnte man sagen. Blau, grün, alle sind da. Oh mein Gott. Jetzt wisst ihr übrigens, was bei Zoe auf Partys passiert. Mann, kannst du mir mal ganz kurz erklären? Zoe, erklär mir mal eins. Ja? Mich interessiert nicht die ganze rechte Figur, mich interessiert der Arsch von der linken Figur. Was ist mit der Dame passiert? Ich dachte, Raffi hat einen guten Hüftschwung.
schwimmen. Und wenn die jetzt am Kotzen, oder was? Wer kotzt? Nee, das ist ungewiss. Oh mein Gott. Von also ich seh da mich auf jeden Fall. Party hard like a rockstar. Oh mein Gott, Mel, wenn du das so erklärst. Okay, ich bin mal gespannt, auf welcher Stelle das komisch wird, weil bei mir kam das nicht an. Das ist ein Green Day hier. Ach, jetzt weiß ich, wo das hingeht. Ach, du ist ja gut. Ich hab keine Ahnung. Vor allem, da fliegt eine Flasche. Ja, es ist Party like a rockstar. Es ist eine Flasche, muss da fliegen. Party mit zwei, einer spielt Gitarre. Juhu, Disco. 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 Warum habe ich denn? Warum habe ich denn jetzt wieder? Was? Habe ich da einen Shisha in der Hand? Hey, ich rauche nicht. Dex spielt am Karneval Po und Beni ein Lied am Benzio vor. Genau, das kam mir da an. Warum habe ich da so einen Strick zwischen den Beinen? Damit man erkennt, dass es Zipfel ist. Vermute ich. Wut. Boah, wie böse ich gucke. Sag mal, darf ich mal ganz kurz was? Der spielt doch kein Banjo. Der spielt doch einen Dudelsack. Das sieht ja aus, als ob mit irgendwas aus Schokolade Liebe macht. Sieht aus wie ein Lebkuchenmann. Ja, Lebkuchenmann ohne Arme. Und der Benny. Aber gib mir die Arme wieder. Das ist super gemeint. Der Blick ist auch super. Dex feiert eine Party mit Benny. Oh, einfach weg. Einfach unterschlagen. Benni, ein Problem haben wir. Wenn du mal nach oben scrollst, guck mal, waren da eben noch die ganzen Mädels da. Scheiße, jetzt sind wir alleine geblieben. Alle weg. Nur weil du gekotzt hast auf dem Boden. Was? Jetzt verstehe ich, was da rausgekommen ist. Hä? Oh Gott. Das war ich hätte wieder den Klamauter auf der Lippe verwirrt. Jetzt verstehe ich das! Oh Mann, ey! Klabautermann schießt Dex durch eine Kanone bei Bassmusik. Als Tipp, wenn ihr mich malen sollt, immer blau. Oh, immer blau, ja. Voll die Konfetti, weil ich rausgeschossen werde, oder was? Voll die Lego-Kanone übrigens, nicht schlecht. Oh mein Gott. Keine roten Mützen malen, sonst hat die Klabautermänner. Und boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Die Kanone wird da vorne überkippen, Mann. Das sieht man doch sofort. Klatsch. Jeez. Gesicht auf die Zeige. Übrigens, feiert nie mit unserer engen Community Partys, weil dann passiert das. Passiert sowas. Und am Ende schießt irgendjemand aus dem Fenster durch die Kanone oder so. Oh mein genau Gott. Genau so war es schon mal. Da geht's. Dex mampft fröhlich Schokolade mit Nüssen. Hä? Hab ich nicht bekommen. Oh, das aber, ja, so sehe ich mich das erinnert auch. Mich an diese das erinnert mich gerade an dieses kleine Mädchen von ZDF. Mhm. Wie hießen die? Meinst du Menschen? Genau. Dex sitzt auf einem umgedrehten Löffel und ist Döner. Jetzt weiß ich, was bei mir angekommen ist. Naja. Aber den Löffel erkennt man zwar jetzt nicht, aber sitzt auf dem Stein. Aber gut, gut. Oh, ja, ich hab Lüfter eben verstanden. Wo gedreht Lüfter? Dex ist Döner auf einer Rutsche. Hast du das bekommen? Und das hab ich bekommen. Beziehungsweise nicht ganz, da fehlt noch was. Ich dachte, das ist eine Rutsche. Dex isst einen Döner auf einer Rutsche und es schmeckt ihm. Siehste? Gut gemacht. Ich bin froh, wenn das erkannt wird, was vorher beschrieben worden ist. Voll die Blaumilch. Hauptsache wieder nackt. Ja, oh mein Gott. Ich hab's aber nicht dazu geschrieben. Dex rutscht mit einem Döner. Solange ich nicht nackt werde, ist alles okay. Ja! Der Döner! Der Zunge! Vor allen Dingen, Heide hat die gleiche Farbe von der Rutsche genommen wie ich. Nicht schlecht. Wir waren im gleichen Kindergarten. Mit Döner die Rutsche runter. Aber ich wollte ihn doch essen, Mann. Ich will nicht mehr. Ich will es nicht einrutschen. Aber siehst mal so, es ist theoretisch ein Upgrade von Schokolade auf Döner. Jetzt kommt Akuma und Benny dazu. Und Funken.
Ja, ich glaube, das habe ich dann bekommen. Dex rutscht eine Rutsche mit Döner, Grounded U. Akuma-Spiele. Ah ja, die sind ja von der Party weggegangen und sind dann jetzt zum Spielen gekommen. So ist das gewesen. Haben mich und Benny alleine gelassen. Vor allem spielen wir Karten. Schnick, schnack, schnuck oder was? Ah, das sind Karten. Ach, schön, dass du mich immer angepisst machst. Die einzig wahre Rutschenfarbe. Ja, genau, ist richtig. Benny ist immer angepisst. Das ist okay. Der Gule Dreieck leugt auf den Berg. Leucht? Läuft auf dem Berg, glaube ich, ja. Ja. Hat er was anderes bekommen? Ah! Okay, das habe ich beschrieben. Cool. Jetzt weiß ich, wo du. Johnson Teig geht in den Bergen spazieren. Ja, okay. Ja, an. Gar keine Ahnung. Ich habe auch keinen Plan. Ja, ich weiß, was. Oh, wow! Voll gut, alles hier. Voll der Bonzen-Trike hier, voll der Gangster-Trike. Ein Hip-Hop-Triceratops. Und weg ist der Berg. Zuck, weg ist er. Way back. Ja, damit konnte ich nichts anfangen, als ich das bekommen hatte, die Beschreibung dazu. Way back. Oh, geil. Reicher Triceratops. Ah ja. Ja, den kenn ich doch! Ich glaube, es war ein bisschen ähnlich. The Trike Gang ist in der Hose. In der Hause. Hose. In der Hause. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich hatte das. Ein Drink für sie. Hä? Das Kübchen sein? The Trike, ich muss das mal anders lesen. The Trike Gang ist in der Hause. Hä? Ist Metal? Alles klar? Ja, alles gut. Nee, Easy Metal heißt er ja hier. Easy Metal. So. Alles klar? Was hast denn du geraucht? Was ist da passiert? Aber es ist gut gezeichnet. Ja, es ist nachher das Bild, was der Fabi jetzt beschreibt, ist bestimmt, Benny kauft. Ja, das bist ja du. Dex gibt Kühmchen einen aus. Ah, okay, dankeschön. Hey! Ja, das hat mich. Ich habe da keinen Millimeter Kühnchen erkannt. Na, alles klar, Mann! Da fehlt der Hexenhut. Jetzt redet mit einem Mädel in einer Bar. Tschüss, Akuma. Ich habe eine andere gefunden. Der Hut hat gefehlt. Ja, definitiv. Ja, der Hexenhut, ja. Hey! Hey, oh, mein Gott. Ein schmieriger Typ. Oh. Gut, die hochgehobenen Wimpern auch noch so. Hey! So ein schmieriger Anmachtyp. Was? Niemals. Friseur schneidet Barbie die Haare. Was? Oh, nein. Oh Gott. Hä? Oh, ich weiß, was ich da gemalt habe. Wo ist das eskaliert? Ich habe voll das komische Bild bekommen. Das ist bei mir eskaliert. Ja, das habe ich bekommen. Das sieht eher aus, als ob der skalpiert wird. Hey, wenn der Gravy jetzt schon gerade schon gesagt hat, dass er da schon nicht mehr weiß, was passiert ist und beim ersten Bild, du musst schon beim ersten Bild beschreiben. Okay. Dex schneidet Po die Haare. Das habe ich bekommen. Da hatte Dex auch ein bisschen Haarausfall gehabt. Ja, ich wusste nicht, wie ich Pau malen sollte. Dann habe ich Pau so gemalt. Pau. Rainbow Pau. Knusperfuchs Rainbow Pau. Oh. Schnipp. Jetzt weiß ich, was ich bekommen habe. Ich finde es aber nicht so toll, ne? Ja, ist klar, wenn der Haare geschnitten wird. Der hatte Rainbow. Dex schneidet Regenbogen kaputt. Das hatte ich. Und der Fuchs! Ich habe mir so viel Mühe gegeben! Also dein Bild. Mann. Jetzt. Nee, nicht ganz, hä? Die Sonne ist verwundert. Ich habe extra googelt, wie die Farben von einem Regenbogen sind. Ja, ich auch. Nicht jetzt. Hätte mir auch nichts gebracht, ich hätte es noch nicht erkannt. Das Spiel ist echt beschissen, wenn man farbenblind ist. Schwarz-weiß malen. Aber ich hab mir so viel Mühe gegeben mit meinem Fuchs und dann kommt da kein Fuchs mehr raus. Dex zerschnippelt Regenbogen mit Heckenschere. Okay. Immerhin noch Regenbogen kaputt machen. aber voll, der blutet auch noch so sehr, ey. Alles rot und... Voll mit einer Leiter. Da bin ich voll gut. Wo sind wir gestartet? Friseur schneidet Barbie. Der schneidet Barbie die Haare. Dex schneidet auf einer Leiter den Regenbogen durch. Okay. Hätte ich die Haare... Genau, das Bild habe ich bekommen. Schnipp, schnapp. Ich hätte doch, glaube ich, Rainbow Ponys so malen sollen.
Ja, da, ab da ist es verliert. Der Fuchs ist auch kaputt gegangen. Das Knusper, Knusperfuchs. Dex schneidet einen Regenbogen in Unterwäsche. Jetzt krieg ich. Du hast eine Hose an. Ey, was ist? Hör mal, ich hab aber ein riesen Gerät da drin. Was ist denn da? Warum hat der so eine mega Böse? Hab ich einen Ständer oder was? Oder hängt der da, der hängt da unten raus? Die Fleischbrötchen hängt da unten raus. Wie war das Gemächt mit dem Blauwal, Dex? Dex schneidet, den Regenbogen kürzer. Ja. Haha. Ich glaube, bei mir ist es wirklich eskaliert dann. Schade. Aber es ist konsistent beim Regenbogen. Ja, wenn man einmal die Richtung hat. So.